Ich bin ich, du bist du und sie sind sie. Alle reden von ihr, der Individualität. Gendern hin oder her, Frauenrechte hier, Benachteiligung da. Man liest es ständig, eigentlich dauernd, in den Zeitungen, in der Tagespresse oder im Fernsehen. Was bringen uns genau diese Themen? Die eigentlich Benachteiligten in unserer Gesellschaft sind die individuellen Menschen. Doch wer ist individuell? Niemand, außer die, die es offensichtlich sind, die Behinderten. Jugendliche verwenden sehr oft das Wort behindert als Schimpfwort oder als Kraftausdruck für blöd, scheiße, dumm, dumm gelaufen. Aha, die Schularbeit war behindert. Behindert zu sein ist in unserer Gesellschaft nicht einfach. Benachteiligung kann schon im Kindergartenalter auftreten, bei der Anmeldung in der Kindergartengruppe. Die Pädagogen sind meiner Erfahrung nach nicht richtig an die Behinderung des Kindes ausgebildet. Da gehört eigentlich nachgebessert. Hab mal ein Kind gefragt, warum mir der Unterarm fehlt. Haben sich die Erwachsenen umgedreht, gesagt, sie sollen leise sein und sie mussten verduften. Einige bissen mir sogar in die Hand. Bei der Schuleinschreibung gibt es auch klare Benachteiligungsfälle. Leider musste auch ich in der Volksschule schon mit dem Unverständnis kämpfen. Ein ständiger Kampf mit Mitschülern, Lehrern und den Eltern. Meine Mutter musste darum kämpfen, dass ich den Unterricht normal bestreiten durfte. Eigentlich für mich gegen die Verfassung. Jeder hat ein Recht auf Bildung. Jeder. Die Lehrer waren der Meinung, dass es besser wäre, wenn ich in Werken, Turnen und wahrscheinlich auch in Mathematik in die Sonderschule musste. Warum? Ich habe doch nur eine Hand weniger. Doch die Verantwortung war einem meistens zu groß, wie es eben halt so ist heute mit dieser Verantwortung. Keiner will sie übernehmen. Aber warum? Ich kann das nicht beantworten. Ebenso Außenseiter zu sein. Es ist immer schwer, alle Kinder zu integrieren in einer Gruppe, in der Schule oder auch im Kindergarten. Es ist schwer. Oft ist es für die Entwicklung nicht schlecht, aber es ständig zu sein, für ein Kind fast unzumutbar. Aber was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Kommen wir zurück zum Thema Gleichberechtigung, Gleichbehandlung. Besonders von unseren grünen und roten Politikern wird die Gleichberechtigung großgeschrieben. Doch diese Gleichberechtigung gilt nur den Frauen in unserem gerechten Sozialstaat Österreich. Natürlich bin ich nicht frauenfeindlich, das einmal abgesehen davon. Aber auf die Menschen mit den besonderen Kennzeichen wird meistens vergessen. Das Gleiche empfinde ich beim Fernsehsport. Hat jemand schon mal von euch die Paralympics gesehen? Ich glaube nicht. Die werden meistens um 3 Uhr früh in ORF Sport Plus, meistens weit hinten im Fernsehprogramm, ausgestrahlt. Warum? Es sind doch nur Menschen. Wir sind normal für unsere Begriffe. Immer mehr merke ich in meinem Umfeld, dass Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel beim Behindertenparkplatz. Wie oft sind Sie schon auf einem Behindertenparkplatz gestanden? Ist es doch nicht bequem, einfach neben dem Supermarkteingang einen Parkplatz zu haben, schnell reinzugehen und etwas zu kaufen? Das dauert dann meistens eine halbe Stunde. Würde ein Behinderter kommen, unter Anführungszeichen, hätte er keinen Platz. Doch wo bleibt hier die Justiz? Wo ist die Politik? Eine lächerliche Schadenssumme bzw. Strafsumme von maximal 726 Euro wird hier fällig. Das sollte meiner Meinung nach viel härter bestraft werden, denn die Behinderten sind schon genug geschädigt. Ich habe auch aufgehört zu zählen, wie oft ich schon Menschen gesehen habe, die einfach ohne Beeinträchtigung am Behindertenparkplatz gestanden sind. Denn das macht mich traurig. Das nenne ich nicht Gleichbehandlung in Österreich. In unserer Gesellschaft werden Menschen mit besonderen Kennzeichen als behindert deklariert. Ich sage es auch selber. Hat uns eigentlich schon jemand mal gefragt, ob wir so genannt werden wollen? Mich persönlich noch nie jemand. Aber eine Sonderbehandlung bei der körperlichen Beeinträchtigung ist hier gratis mit dabei. Ich will es gar nicht. Eigentlich beiß ich doch nicht, oder?
Unsere Politiker rühmen sich, wie schon gesagt, um das Gendern. Solange nicht alle Menschen und auch die, die nicht ganz der Norm entsprechen, gleich behandelt und integriert werden, werde ich meine Ausdrucksweise, meine Texte und nicht ändern. BNI sei dahingestellt. Ich glaube, wir haben zurzeit wichtigere Probleme in Salzburg bzw. in der EU. Die Marke Ich ist für mich Individualität und für mich auch zusätzlich meine Beeinträchtigung. Jetzt stehe ich schon das vierte Mal hier am Rednerpult. Es dreht sich eigentlich immer um meine Behinderung, aber es ändert sich nicht viel. Warum sind wir Österreicher so stur, das nicht zu machen? Öfters habe ich in größeren Städten schon gesehen, dass Menschen im Rollstuhl nicht beachtet werden bzw. einfach nicht gesehen werden, obwohl er offensichtlich Hilfe braucht. Wenn er nicht oft so um Hilfe betteln würde, so wie ich das sehe, würde er keine Hilfe bekommen. Ist das der pure Egoismus unserer Gesellschaft oder ist es eine Schwelle von Unwissenheit? Aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht beantworten. Ich würde ihm helfen. Ich bin ich, du bist du und sie sind sie. Die Marke Ich ist für mich nicht nur die einzelne Person. Es gehört auch das gesamte Umfeld dazu. Das Umfeld muss optimiert werden. Jeder Einzelne soll sich eigentlich an der Nase nehmen. Wie oft hat man schon weggeschaut? Wie oft hat man nachgeschaut, warum oder warum er die Jacke nur halb zu hat? Warum braucht er länger, gewisse Tätigkeiten auszuführen? Die Marke Ich ist wichtig. Ich sage, ich bin individuell. Wir alle sind individuell. Wir äußern unsere Meinung hier beim Redewettbewerb und einem gewissen Konkurrenzkampf. Aber ich glaube, wir können hier gemeinsam etwas bewegen. Wir sprechen hier die Wünsche und Kritikpunkte an. Das ist wichtig. Denn hier sind auch die Vertreter der Politik hier. Vielleicht werden wir angehört. Seitdem ich 10 bin, das ist jetzt 8 Jahre her, bin ich Mitglied der Feuerwehr in Radstadt. Das ist ein kleiner Ort mit 5000 Einwohnern in Pongau. Vorher war ich bei der Feuerwehrjugend. Einsätze, Übungen, Bewerbe und meine Tätigkeit als Öffentlichkeitsbeauftragter bzw. Pressesprecher machen mir sehr viel Spaß. Es tut gut, anderen Menschen in der Not zu helfen. Auch ich darf es trotz meiner Beeinträchtigung. Das ist sehr viel wert. Ich bin aktives Mitglied in diversen Jugendorganisationen, das ich ehrenamtlich ausübe. Das sieht natürlich keiner. Die Behinderten dürfen normalerweise dort nicht teilnehmen. Ich habe in meinem Heimatort in Radstadt den ehrenamtlichen Vorsitz der Jugendarbeit mit September 2015 komplett übernommen. Das ist im Verein zur Förderung der Jugendarbeit. Es macht mir echt sehr viel Spaß. Zu guter Letzt bin ich am Wochenende neben der Schule auch noch Kellner, denn es wäre ja fad. Ohne Arbeit bin ich nicht ich. Das ist meine Marke Ich. Ach ja, und behindert bin ich zusätzlich auch noch. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich bin individuell. Ich bin nicht behindert, sondern ich werde nur behindert.